Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video und heute soll es um das Projekt Starthilfe gehen. Das hat sich ein bisschen verändert. Ich werde das Projekt alleine weitermachen. Wir haben uns im Guten getrennt, also im wahrsten Sinne des Wortes aufgelöst. Ich werde die Starthilfe aber weitermachen und heute soll es um das Thema Hunger und Sättigung gehen. Da werde ich regelmäßig gefragt von unseren Gruppenteilnehmern, wie erkenne ich meinen Hunger, wie erkenne ich meine Sättigung, wie ist denn das mit der Skala im Buch? Und darüber werde ich heute mit euch sprechen, auch meine eigenen Erfahrungen wieder so ein bisschen einflechten. Und ich würde einfach sagen, wir legen mal los. Du findest wie immer die Starthilfe unter diesem i, da klickst du mal drauf. Wenn du jetzt auf dieses Video gestoßen bist und die anderen Videos noch nicht kennst, empfehle ich dir, guck da mal rein unter dieses i und da findest du alle meine Videos zum Thema. Gleichzeitig werde ich dir mal mein letztes Video hier verlinken, falls du das noch nicht kennst. Und wir sprechen heute über Hunger und Sättigung und du wirst dir jetzt denken, was ist mein Hunger? Was ist meine Sättigung? Ich kenne beides nicht mehr. Bei mir war es auch so, ich musste meine eigene Erfahrung mit einbinden, dass ich innerhalb von 20 Jahren ja mein Hungergefühl und mein Sättigungsgefühl einfach abtrainiert habe. Ich habe ja immer mit meinem Hungergefühl gekämpft. Ich habe es ja nur noch intensiv gemerkt, ja. Gerade wenn man in einer Diät ist und zu wenig isst, ist es ganz klar. Und Sättigung kannte ich nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn ich dann so Ausrutscher hatte, so Fressattacken, dann hat man total über den Hunger gegessen. Oder es gab so Phasen, wo oder so Tage, wo man sich mal was gegönnt hat und dann musste man ja alles in diesen Tag reinpacken. Und das hat dann auch nichts mehr mit Sättigungsgefühl zu tun gehabt. Also ich musste das wirklich lernen und am Anfang war ich auch total überwältigt und wusste nicht, Mann, wie mache ich das jetzt und so. Und mir hat es wirklich geholfen. Ich habe mit dieser Pause angefangen. Ich habe mein Essen vor mir gehabt und habe mir wirklich vorgestellt, das ist nicht wirklich intuitiv, aber am Anfang musst du das einfach auch so ein bisschen lernen. Ich verwende das Wort musst du nicht gerne, ja. Ich habe mein Essen angeguckt und habe mir vorgenommen, du machst zur Hälfte Pause und du machst langsam, also du brauchst, am Anfang musst du ein bisschen Gedankenkino mitspielen lassen, ja, also sonst funktioniert die ganze Sache nicht, ja, also es ist eine Übungssache. Und ich habe für mich festgestellt einfach, ich wusste das immer schon, dass ich zu schnell esse und wer schnell isst und schlingt, der merkt sein Sättigungsgefühl so oder so nicht. Und das habe ich mir fest vorgenommen. Also ich habe mein Essen angeguckt und gesagt, zur Hälfte lege ich das Besteck weg für einen kurzen Moment. Und das habe ich dann auch getan. Und damit konnte ich dann auch arbeiten. Natürlich hat es die ersten Male jetzt noch nicht so wirklich einen Effekt gehabt. Aber das kam dann so mit der Zeit. In erster Linie muss ich dir wirklich mit auf den Weg geben, Geduld. Das hast du nicht erledigt in den ersten Wochen. Sondern das braucht ein bisschen. Ich habe vor ein paar Monaten zum Beispiel erst entdeckt, dass sich ein leichtes Hungergefühl bei mir einfach anders äußert. Und das ist bei jedem so ein bisschen anders. Das weiß ich einfach durch die Gruppen, weil wir uns natürlich viel über diese Thematik unterhalten. Und bei mir ist es so, dass wenn ich leichten Hunger habe, habe ich so ein bisschen so ein Kopfdrücken. Ich sage Kopfweh dazu. Es ist nicht wirklich Kopfschmerz, aber das ist so ein komisches Drücken. Und das weist mir darauf hin, ich bin nicht mehr so konzentriert, ich bin schlapp, schlapp würde ich jetzt so nicht sagen, aber wie gesagt, dieses Kopfdrücken weist mich darauf hin, iss mal wieder was. Und das musste ich erstmal herausfinden, dass ich so im klassischen Stil keine Symptome habe. Erst wenn es zu spät ist, da habe ich dann so ein Unterzuckerungsgefühl, ja, da habe ich dann wirklich dann geht mein Magen voll ab, da geht mein Bauch dann auch voll ab, da bin ich dann vollkommen matschig, da könnte ich alles in meinen Mund schieben, was mir über den Weg läuft, ja, das ist dann viel zu spät, aber so das klassische Hungergefühl findet bei mir im Kopf statt und das ist bei vielen anders und das muss man erstmal herausfinden und bei mir hat es ja regelrecht fast ein Jahr gedauert, um das zu erkennen, also habt da wirklich Geduld, seht die ganze Sache als Experiment.
Im Buch gibt es die Skala von 1 bis 10. Und diese Skala, die ist wichtig. Mit der Skala habe ich auch gearbeitet, weil am Anfang, wie gesagt, ich habe es einfach nicht gespürt. Und ich habe mich von außen nach innen gekämpft. Die Skala geht von 1 bis 10 und ich habe die aber für mich so ein bisschen umgestaltet. Also ich habe mich jetzt nicht an das Buch Intuitiv Abnehmen gehalten in der Hinsicht, sondern ich habe die für mich gestalten. 1 war ausgehungert, 10 war vollgefressen. Und ich habe mich von außen nach innen gekämpft. Dann mal wieder nach außen und dann bin ich mal wieder einen Schritt nach innen gegangen. Irgendwann mal habe ich so alle Punkte für mich abgehakt gehabt und wollte aber immer mit diesen Extremen in Kontakt bleiben. Sprich, ich habe mich absichtlich mal ausgehungert, dass ich mal richtig merke, wieder wie dieses Gefühl ist, wie negativ dieses Gefühl ist, weil man nimmt es dann auch wirklich negativ auf. Und ich mache das heute noch ab und zu, es geht nur nicht mehr so, weil, wie gesagt, man schießt sich ja nicht selber ins Bein, man tut sich ja nicht selber irgendwie Schaden zufügen, dass ich absichtlich über meinen Sättigungspunkt esse und dann halt einfach auch bemerke, shit, es ist für mich dann inzwischen wie, als hätte ich einen Stein verschluckt. Und dieses Gefühl gefällt mir natürlich nicht, ja, mir gefällt das schon. Und man tut intuitiv schon das, was einem am besten tut. Und je mehr man das schult, je mehr man da feinfühlig in der Hinsicht wird, desto besser funktioniert es. Es ist wichtig, nur dass ihr nicht an richtig oder falsch denkt. Oh, jetzt habe ich was Richtiges getan. Oh mein Gott, jetzt habe ich was Falsches getan. Man ist vom Diäten her immer noch so ein bisschen gewöhnt, dass man sich fertig macht. Da gibt es eben richtig oder falsch und beim intuitiven Essen gibt es kein richtig oder falsch. Seht das alles als ein Experiment an. Wirklich, arbeite mit deinen Hungersättigungsphasen, experimentier damit rum noch und nöcher. Das kann so lang gehen, wie du möchtest. Du hast dich für eine Lebensweise entschieden, nicht mehr für eine Diät und das braucht natürlich, wenn ich jetzt mich vergleiche, 20 Jahre Diät, was sind da schon 1,5 Jahre intuitiv essen? Nichts. Das ist im Gegensatz überhaupt nichts. Und ich bin mir auch noch hundertprozentig sicher, dass ich auch noch weitere Dinge lernen werde. Also, denke nicht an richtig oder falsch. Das schadet dir nur. Mach dich nicht fertig, weil Experimente dürfen schief gehen oder etwa nicht. Und wenn ein Experiment schief geht, dann probierst du es morgen. Oder übermorgen oder übermorgen. Du musst dich immer sicher fühlen. Du darfst dich nicht unter Druck setzen. Und vertrau mir, vertrau vielen anderen vor dir. Deine Intuition wird sich ganz heimlich, still und leise wieder melden. Hunger und Sättigung wird intensiver. Und mir hat es wirklich geholfen, dass ich mich von außen nach innen bei dieser Skala gekämpft habe. Und wirklich auch immer mit den Extremen in Kontakt geblieben bin. Wie ist es denn, wenn ich mich überfresse? Und heute, ich ertrage das einfach nicht mehr. Ich mache das nicht mehr freiwillig, weil ich ganz genau weiß, mir geht es hinterher schlecht und man macht sich ja nicht, man schadet sich ja nicht selber. Also so grundlos. Deswegen schult euch, werdet feinfühliger und habt Geduld. Ich weiß, diese Geduld muss man erstmal mitbringen. In diesem Sinne melde ich mich mal wieder ab. Ich verlinke euch zwei Videos. Ich weise euch nochmals auf die Seite hin, da findet ihr das Projekt Starthilfe von mir. Macht's gut an dieser Stelle und dir wünsche ich viel Erfolg beim intuitiven Essen. Macht's gut!